Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Community Beef mit einem kleinen Interview. Wieder mit einem Kollegen von E-Slice Records. Ich habe es ja damals schon versucht bei Viva Pinata Let's Build Folge 61 müsste gewesen sein. Wollte ich mit den netten Herren ein Interview machen. Leider ist das nicht so gewesen, aus zeitlichen Gründen von beiden Seiten her. Aber ich habe ihn jetzt in dir an der Strippe, aus reinem Zufall, und damit heiße ich dich herzlich willkommen, Sunel. Ja, danke schön. Ich auch. gleicher Witz wie bei den anderen beiden. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Haha. Er ist nämlich noch in England, würde ich sagen. Und was er alles da macht und wieso und hast nicht gesehen, das erfahren wir im Laufe des Videos. Und ich starte jetzt schon mal die ganzen Spiele, die ich da jetzt zusammengespielt habe bis zu dem Zeitpunkt. Und kommen wir zur ersten Frage. Wann hast du eigentlich mit Rap angefangen? Gute Frage. Okay, Frage. War... Wann habe ich mit Rap angefangen? Ich bin mit Rap das erste Mal in Kontakt gekommen. Ich glaube, da war ich 8 oder 9 oder so. Da hat mein Onkel mir die erste Agro-Ansage geschenkt oder die Agro-Ansage 2, ich weiß nicht mehr genau. Das habe ich immer so heimlich in meinem Zimmer gehört. Und dann habe ich so angefangen, so versucht Texte zu schreiben. Wurde natürlich nichts, hat sich alles totale Scheiße angehört. Kenn ich, ja. Und dann, wann habe ich richtig angefangen? Mit 14, da habe ich im Internat gewohnt. Dann habe ich mir so ein 20-Euro-Programm, Hip-Hop Music Maker oder so hieß das, und ein Headset geholt. Und da habe ich mal einfach angefangen. So ist das denn eigentlich alles entstanden, ja. Sehr. Bis es irgendwann mal ein bisschen größer wurde, habe ich einen getroffen. Das Komische war, das war auf dem Dorffest. Auf dem Dorffest habe ich einen getroffen, der hat gesagt, hey cool, da war ich noch mit einer anderen zusammen. Die hat ihm was gezeigt, ey, ich habe ein cooles Mikrofon zu Hause und das alles. Willst du mal vorbeikommen? Bin ich da hingegangen, hab ich aufgenommen. Und dann habe ich, ja, irgendwann mal was vom Pins zu hören bekommen. Dann sind wir ins Schreiben gekommen, haben uns gegenseitig mal was hin und her gesteckt, oder besser gesagt, er hat zu mir gesagt, schick mal was rüber. Ja, und so ist das denn dann entstanden, dass er gesagt hat, irgendwann, nee, das ist nicht schlecht, kann man dran arbeiten und sowas alles. Also ich war zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht gut oder so. Man ist ja nie perfekt. Und dann bin ich da einfach rüber, haben das erste Ding aufgenommen und seitdem darf ich bei Eastlays Records mitmischen. Und die Jungs machen das abhalten. Auf jeden Fall. Das Schöne ist, du machst genau das gleiche wie Pins und Hoodie Hood Packer, wie er sich zurzeit nennt. Du nimmst mir Fragen vorne weg, das ist echt gemein. Aber gut, stell ich trotzdem einfach mal gleich die Frage. Aber jetzt kommen wir erstmal, warum hast du überhaupt mit Rap angefangen? Es muss ja irgendein Beweggrund gewesen sein. Oder halt anders gestellt die Frage, was bedeutet Rap für dich speziell? Ja, erstmal, warum habe ich mit Rap angefangen? Du hast ja aber ein paar tricky Fragen aus, ja, die hier heute. Und die gerade mal so in 10 Minuten zusammengeklaubt, Alter. Warum habe ich mit Rap angefangen? Ja, erstmal, als ich jung war, wie ich gesagt habe, als ich das erste Album von Sido und so damals in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, boah, geil. Die sagen Dinge, die darf keiner hören, aber die sagen es einfach. Und das war schon mal der Anreiz, als ich jung war, so geil. Die sagen, was sie wollen, sag auch, was du willst. Bisschen auf die Kacke hauen, bisschen cool sein. Mhm. Ja, und dann fing es eigentlich damals an, ich habe mal ein Geburtstagsgeschenk damals für meine Mutter gemacht, habe ich ihr einen Songtext geschrieben. Und so hat das eigentlich für mich angefangen und dann habe ich so daraus entwickelt, so, dass Rap für mich ein Hobby einer ist, aber auch eine Art und Weise, mit aktuellen Gefühlen umzugehen, sage ich mal. Wenn ich mich scheiße fühle oder wenn ich Stress in der Schule hatte oder, keine Ahnung, der Boss hat mich vergeschissen heute, dann... Rap ist wie ein Ventil, sag ich mal. Und meine größte Leidenschaft.
Das hört sich super an. Sowas wollte ich hören. Du warst ja wahrscheinlich dann auch auf anderen Plattformen und sowas vertreten, aber die wichtigste Frage natürlich für uns ist, wie lange bist du schon auf YouTube unterwegs? Auf YouTube? Yep. Muss ich ehrlich gestehen, ich glaube YouTube, also ich glaube, ich habe mal vor 5 Jahren einen Kanal da erstellt, aber habe kein einziges Video hochgeladen. Ich fand das einfach nur cool, einen Kanal zu machen. Sehr praktisch, ja. Bei YouTube, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass sogar noch vor Eastlake Records. Ja, seit wann bin ich bei Eastlake Records? Seit letztes Jahr Sommer oder so? Weiß ich nicht so genau. Ich auch nicht, ey. Ich bin im Moment ein bisschen platt in der Birne von der ganzen Arbeit und so. ja, ich sag mal ungefähr 1,5 Jahre, 1,75 Jahre, also nicht wirklich lange. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so die derbsten Erfahrungen mit YouTube, also da sind schon bessere Ansprechpartner für alles, was YouTube und sowas angeht. Ich bin einfach nur so, ich lade meine Musik da hoch und mehr habe ich mit YouTube nichts zu tun. Okay. Bist du noch auf anderen Plattformen irgendwie aktiv zu hören, zu sehen? Ich bin auf jeden Fall. Die lustige Geschichte ist, ich hatte mal einen Videoproduzenten und der hat meine Musik so ein bisschen vertrieben im Internet. Das Witzige ist, weil ich bin ja nach England gezogen, habe zu ihm gesagt, komm, hier mach du das. Ich habe da gerade im Moment keinen Kopf für. Also ich müsste ihn fragen, wo es ist. Ich weiß, es hört sich lustig an, aber ich habe keinen Plan, wo er mich da hochgeladen hat. Es hat auf jeden Fall sehr viele Klicks da und auch positive, natürlich auch negative Resonanzen, das überall. Ja. Aber ehrlich, ich habe überhaupt keine Schnitte, wo das war. Aber ich bin auf jeden Fall woanders vertreten. So müssen die sich raussuchen, keine Ahnung. Gut, das ist schon mal. Falls wir dran denken, wird mir Sinel dann den Link zusenden. Und dann werde ich ihn in die Videobeschreibung schroten. Du hast jetzt schon mehrere Mal angesprochen, dass du nach England gezogen bist. Aber ja, warum bist du nach England gezogen? Eigentlich war es. Ja, warum? Ja, weil in deinem Lied hast du ja. Danke, hast du ja gesagt. Nur die Besten kennen den Grund. Und die Besten wissen ja, wer es ist. Aber ich kenne zum Beispiel den Grund nicht. Und das will ich jetzt mal wissen, warum. Und raus damit. Der Grund war. Ich hatte ja in Stralsund, also in meiner liebsten Heimatstadt, ich liebe dich, habe ich eine Ausbildung angefangen gehabt. Hab mir dann so gesagt, nach einem halben Jahr, komm, Alter, das macht überhaupt keinen Spaß, das ist der letzte Dreck hier, was ich mache. Ja, dann habe ich mich auch total daneben benommen und dann habe ich gesagt, komm, ich höre auf hier. Und das war aber, wann war das? Im April. Und die Bewerbungszeiten für das ja, waren ja dann vorbei und die Einstiegszeiten und das. Und ich hatte auch keinen Bock zu Hause rumzugammeln oder sowas. Dann hat mein Vater angerufen, weil der wohnt hier in England, der wohnt beruflich hier. Also meine Eltern sind trotzdem verheiratet, aber er wohnt halt beruflich hier. Und hat gesagt, wenn du willst, komm rüber nach England, versuch einen Job zu finden oder hier zu arbeiten über die Zeit, bevor du wieder nach Deutschland zurückgehst und das alles. Und ja, daraufhin habe ich das dann gemacht. Innerhalb von ein paar Wochen war ich dann in England. Also es war eine sehr spontane Idee. Ratzfatz, ja. Aber hat ja hoffentlich Früchte getragen. Auf jeden Fall. Also ich habe hier, sage ich jetzt nicht, weil ich von mir selber spreche, ich habe hier sehr hart gearbeitet, das letzte halbe Jahr. Und es war eine richtig geile Erfahrung, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht auch hier. Man geht, also ich gehe echt ein bisschen mit dem Lachen und Weinen im Auge hier weg. Aber mein Herz hängt einfach an meinem. Kann man nicht anders sagen. Das ist doch super. Jetzt hast du natürlich eben gerade gesagt, dass du in einem Heim gewohnt hast, obwohl halt Elternhaus ja anscheinend noch ziemlich gutes Verhältnis ist. Warum bist du denn dann im Heim gelandet? Klar, darfst du dich stellen. Wenn ich die Frage jetzt mal stellen darf. Weil ich nicht in einem Heim gewohnt habe, es war ein Wohnheim. Weil du kannst auch Internat sagen. Ach so, Entschuldigung. Weil ich hab mal in der A-Jugend und B-Jugend habe ich für die Mannschaft Energie Cottbus gespielt in der A-Jugend Bundesliga. Fußball. Und daher, da ich auf einer Sportschule war, habe ich erst 3 Jahre lang in Neubrandenburg auf dem Internat gewohnt und danach noch 1,5 Jahre in Cottbus auf dem Internat. Aber nur wegen Sport und Schule, also nicht, weil ich mit meinen Eltern irgendwie Beef hab oder so.
Gut, dann, haben wir das nämlich auch mal geklärt, weil dann habe ich es anscheinend ein bisschen falsch verstanden. Und falls die anderen es falsch verstanden haben sollten, ist alles super. Das ist doch super. Ich sag zu oft super. Okay, jetzt ist natürlich noch eine weitere Frage, eine Doppelfrage an sich eingebaut. Wie sieht deine Zukunft nach deinen Wünschen aus? Was natürlich jetzt auf Rap bezogen ist, also sprich, wie weit willst du mit Rap eigentlich gehen? Wie weit will ich mit Rap gehen? Ich habe jetzt eine Menge geplant. Oder wir haben eine Menge geplant. Ich habe das ja nicht nur alleine geplant. Aber das kann ich jetzt leider noch nicht alles verraten. Kommt aber in nächster Zeit auf jeden Fall noch. Wie weit will ich mit Rap gehen? Es ist für mich ein Hobby. Ein Hobby, auch meine Leidenschaft, wie ich gesagt habe. Und ich lasse es auf mich zukommen. Wenn die Leute das einfach so feiern, so als, hey, Sennel, du machst geile Musik, ich mag das, so dass positive Resonanz kriegen, das finde ich schon geil. Was kann man nicht Schöneres machen, als einem Menschen so mit seinen Liedern oder was man selber beschreibt, wenn so welche sagen, ey, ich habe mich in deinem Text wiedergefunden, ich finde geil, wenn du das machst, damit kann ich auch meine Gefühle verarbeiten, wenn du das mal aussprichst. Das ist für mich schon geil. Aber wenn es natürlich für mehr auch reicht, ja, sage ich natürlich nicht nein. Aber mein Hauptziel ist es nicht, damit rauszukommen. Es ist für mich ein Hobby und dabei bleibt es auch erstmal und ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Das ist super. Ich freue mich auch schon darauf. Ja. Yeah. Jetzt hast du natürlich schon gesagt, in der Frage zuvor, dass du dir als Vorbild die Agro Berlin-Leute genommen hast. Gab es da auch vielleicht andere Vorbilder, weil du hast ja auch gesagt, dann bist du später irgendwie an Pins noch geraten. Hast du vielleicht gesagt, okay, er hört sich auch ganz gut, weil man sagte nicht einfach, okay, ich gehe jetzt zu einem 0815-Typen, ich mache auch 0815-Typen, vielleicht können wir zusammen 0815-Lieder schreiben. Weil du musst ja auch schon gesagt haben, okay, der Pins ist ja an sich ganz gut. Gab es noch andere Vorbilder oder war es jetzt nur die, Agro-Berlin-Leute? Also wie gesagt, am Anfang, als ich das erste Mal mit Rap in Kontakt bekommen bin, auf jeden Fall die Agro-Berlin-Leute. Und ja, als ich dann mit dem Rap so dichter in Kontakt gekommen, wie ich gesagt habe, als ich bei diesem, den ich auf dem Dorffest kennengelernt habe, da mal aufgenommen habe, dann das zufälligerweise, ich kannte Pins ein bisschen von der Musik her, aber ich habe mich noch nie so direkt damit beschäftigt oder so. Und dann hatte er mir das gezeigt, guck mal hier, den kenne ich, lag, hat mich ganz Zeit mit dem vollgeschnöselt. Und dann einfach mal so zu Hause alleine angeguckt und hab so gedacht, boah, geil, geile Qualität in den Videos. Der macht nicht so eine hier, ich fick dich da und da fick ich dich auch nochmal Musik. Der macht so Musik, was ihn auch bewegt. Die Jungs sind mein Alter. Und ich fand das einfach geil, was er für eine Musik gemacht hat. Und dann habe ich mir so gesagt, oh, das wäre richtig geil, wenn ich da mitmachen könnte, auf jeden Fall, oder bei den Jungs sein könnte, ne? So kam das dann eigentlich ein bisschen zustande, dass ich auf jeden Fall zu East Place Records wollte, weil es auch natürlich noch aus meiner Heimatstadt ist, ne? Das kommt auch noch dazu. Also ich habe schon gezielt geguckt, was geht, Straße. Also war es im Endeffekt eine Win-Win-Situation für beide Seiten, jeder konnte von dem anderen was lernen an sich. Ja, also Rap und sowas videotechnisch auf jeden Fall lerne ich immer von Pins. Aber ich glaube, er hat von mir gelernt, ein bisschen mehr zu lachen. Oh, oh, ist das süß! Nein, aber Spaß. Er hat mir auf jeden Fall, macht er immer noch. Also nicht nur Pins, allgemein alle Jungs, die vorher auch schon bei Eastlake Records waren, hier sprich Julio Packer, Chico, auch Epipto, der Beatbauer. Alle Jungs bringen uns. Wir bringen uns eigentlich alle gegenseitig was bei. Auch manchmal unbewusst, ne? Manchmal hören die so rein, so, ey, das ist geil, das versuche ich auch mal im Text. Und dann sagst du bei denen, oh, das hört sich echt fett an, das mache ich auch mal. Also wir unterstützen uns gegenseitig sehr viel. Und als ich angefangen habe, haben die mich eigentlich zu 120% unterstützt in allem, was ich versuchen wollte. Das ist gut. So, eine Unterstützung braucht man auch, um auch weiterzukommen. Aber wahrscheinlich haben nicht nur die dich unterstützt, sondern die Familie hat wahrscheinlich auch ein bisschen unter die Arme gegriffen. Oder sehe ich das falsch? Nee, auf jeden Fall. Die haben da auch mitgemacht. Also ich wollte unbedingt ein Mikrofon haben. Und da ich aber so eine kleine Geldschlusi haben bin, lag wie sagt man so schön, am Anfang des Monats noch so wenig Geld. Oder wie geht der Spruch? Nee, am Anfang des Geldes noch so wenig
Nee, am Anfang des Geldes noch so viel Monat, so. So eine Drehung, ja, ich komme jetzt auch gerade Ich nicht habe auf mich auch ganz nicht mehr klar auf wieder den gekriegt, aber Gesang. auf jeden Fall, ja, die haben mich unterstützt vor allem. Und auch, ich muss sagen, ey, in den ersten paar Videos, oder ich glaube, meine Mutter war der schärfste Kritiker. Ja, aber irgendwer muss ja eine mit der Bratpfanne Ja. über den Schädel hauen, ne? Und Irgendwer muss es ja machen. ich meine, sie hat jetzt nicht auch nicht die derbste Ahnung von Rap oder wie man ein Lied schneidet, produziert, bla Keks, aber sie saß schon immer da, ja, das und das und das und das. Ja, mit dir alles klar, mach ich nächstes Mal besser. Sonst kriegst du kein Abendbrot. So ein Mikrofon gehört ja auf der Bühne. Und hinter dem Mikrofon muss ja auch jemand dann stehen. Warst du jemand schon dahinter? Auf der Bühne. Ja, er hat den Witz verstanden. Ja, ich habe also jetzt natürlich das, was am bekanntesten im Moment war, sag ich mal, war ja unser Auftritt im Paro. Die Scheiße. Der wo unterbrochen wurde halt, Genau, ne? deswegen Später. sage ich ja die Zu dem Scheiße Zeitpunkt. gerade. Naja. Da hatte ich kleinere Auftritte, also jetzt nicht so mit den vielen Menschen, die wir da hatten. Ich weiß, die anderen hatten schon ein bisschen größere Auftritte davor, aber wie soll ich's, ich war so der Frischling beim Konzert. Genau, ich hatte kleine Das Gigs, aber jetzt auch Bambi-Chen. nichts Heftiges oder Ja, so. wie war's denn? Ja, aber wie war es? Man muss ja ein bisschen nervös gewesen sein, ne? Weil es ist ja was anderes, als wenn man nur vor der Kamera steht und die Kumpels einen beobachten und dann kritisieren oder halt loben. Es ist ja was anderes, wenn da jetzt, sag ich jetzt mal so grob geschätzt, 200 Leute, 300 Leute einen angucken und Ja, dann einen halt ey, warte. begutachten. Meine Freundin ruft mich gerade nebenbei an hier. Das muss jetzt warten hier. Kann gleich mitmachen. Also, ja, in Paro waren ja auch wesentlich mehr Leute, ey, da waren echt Menschenmassen. Und das Witzige war, zuerst war ich richtig aufgeregt und habe mir so gedacht, boah, trinke ich mir vorher ordentlich einen rein und gehe dann auf die Bühne, damit ich relaxer bin oder so. Weil man ein bisschen wirkungsloser ist, habe ich mir so gedacht, nee, ja, der kann es auch nicht bringen, nachher lallst du die da voll mit irgendwelchen Scheiß. Und Vincent auch gesagt, ja, wie ihr trinkt was, ein Bier durften wir uns gönnen. Weil, ist ja auch Oh, unprofessionell hart. sonst, ne? Und das Witzige war, als ich auf die Bühne kam, habe ich gar nichts mehr gemerkt. Ich habe vorne in die erste Reihe geguckt vom Konzert, da musste ich schon alleine richtig loslachen. Da kam meine kleine 11-jährige Schwester. Hat so ein riesengroßes Brett genommen, hat sich da ein ganz langes Brett dran genagelt und Chanel so mit Wachsmalstiften draufgeschrieben. Oh, Keine Ahnung, ey. wie Da musste ich schon süß. total lachen und dann, weiß ich nicht, also davor war am schlimmsten, als man dann auf der Bühne war, wusstest du, nachdem der erste Track wie bam, jetzt läuft, jetzt sind wir hier, wir müssen die Bühne rocken, das ist unser Abend. Und dann denkt man darüber gar nicht mehr nach. Also ich habe mir vorgestellt, dass ich echt nervöser bin da oben. Das ist doch super, das ist auch echt süß, ey. Jetzt schwärmst du natürlich die ganze Zeit von der guten alten Zeit und hier und da und jetzt natürlich die Frage, was vermisst du am meisten an Deutschland? Die Bockwurst Die und das Bier. Bockwurst, ich werd irre. Nein, auf jeden Fall das Bier. Okay. Freunde und Familie. Und das Schlimme ist, ich habe meine PlayStation 3 in Deutschland vergessen. Oh, Und weißt shit. du, kennst das, kommst von Arbeit, übelst gelangweilt, hast keinen Bock mehr was zu machen, einfach zocken, sitzt vor deinem Play und nichts geht, weil du deine PlayStation verlängert hast. Nein, auf jeden Fall die Ja, ich weiß, wie Musik. es ist. Die Musik richtig, richtig toll. Ja, und Also da oben keine Möglichkeit gehabt, das mal zu machen, es irgendwie? gab die Möglichkeit, ich hatte hier mit jemandem gesprochen und geschrieben, das Problem ist, die wollten halt Unmengen an Geld haben. Na, Und okay. das war jetzt nicht nur eine kleinere Summe von Hunderten, sondern das war schon eine etwas größere Summe, die sie für Ach du Studiotag haben wollten. Und Scheiße. daraufhin habe ich dann gesagt, sorry, dann warte ich lieber, bis ich wieder in Deutschland bin. Aber wahrscheinlich hast du ein paar Texte schon geschrieben, Vielleicht. wa? Okay. Dann belassen wir es bei diesem vielleicht. Was wirst du denn als erstes tun, wenn du wieder in Deutschland zurück
gekommen bist, was ist das Erste, außer natürlich den Boden berühren, was ist das Erste, was du sagst, okay, heute ist der nächste Tag, ich habe ausgeschlafen, auf geht's zum Blablabla. Alles klar, also ich habe mir das schon richtig ausgemalt. Ich werde um 8 Uhr aufstehen, werde mich fertig machen, dann gibt's erstmal Cappuccino und eine Zigarette. Dann gehe ich morgens um 10, wenn der Dönerladen aufmacht, erstmal einen richtig schönen deutschen Döner essen. Dann werde ich mir ein Bier holen. Dann werde ich kurz bei meiner Freundin vorbeigucken und danach geht's auf jeden Fall ins Studio. Und da ich gehe dann die Arbeit. Also, nichts am Studio vorbei. Also sofort, wenn ich nach Deutschland komme, das habe ich auch schon Finns bei WhatsApp geschrieben. Ich so, ey, wir brauchen nicht lange rumreden, bin ich in Deutschland, muss ich ins Studio. So will ich das hören, so will ich das hören. Das ist schön. Wir sind natürlich hier auf einem Let's Play-Kanal und du hast ja gerade angesprochen, du spielst ja ganz gerne mal PlayStation 3. Da ist natürlich die Frage, was war dein erstes Spiel, was du auch geistlich mitbekommen hast? Also nicht nur, wo du einfach mal so ein paar Knöpfe gedrückt hast, sondern wo du auch die Geschichte dahinter halt wirklich verstanden hast. Ob ich die Geschichte... Das ist bei mir immer das Hauptproblem, glaube ich, beim Spielen. Dass ich... Also ich hatte ja von der PlayStation 3 gesprochen. Mhm. Problem bei mir ist, ich spiele meistens Spiele nicht, weil ich die ganz übelst geil finde. Ich spiele meistens nur, wenn ich gelangweilt bin. Welches Spiel? Weißt du, welches Spiel ich richtig geil fand? Das war auch warte. Gut, die Frage hast du beantwortet, okay. Was würdest du jeden einmal empfehlen am Spielen? Also welches Spiel würdest du empfehlen? Jetzt kannst du deine Antwort raushauen. Auf jeden Fall Hugo. Hugo? Ach du Kacke, okay. Hugo für PlayStation 1, Mann, das war das geilste Spiel, was ich je gespielt habe. Nein, auf jeden Fall, also ich bin so ein FIFA-Zocker. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. FIFA. Und, ja, jetzt nicht so derbe Call of Duty, aber ich, wenn ich mal in Lust und Laune bin, dann töte ich auch schon mal ein paar Menschen. Also, Call of Duty macht auch Spaß, wenn man es online spielt, aber ich... Das Problem ist bei mir, ich bin nie gut in sowas. So zocken und so, ey, da habe ich echt zwei linke Pfoten. Außer bei FIFA, das geht noch einigermaßen. Außer ich verstehe es nicht, Alter, wenn ich so manchmal Let's Plays gucke und so, wie schnell die alles drücken und wie schnell die sind und so. Zum Beispiel mit diesen Messern und sowas alles. Wo ich schon eine Minute da, um diesen Stick da reinzudrücken. Das kommt nicht bei mir. Ja, man braucht halt Übung da drin. Ne? Das ist genauso wie mit deinem Rap halt. Ne? Am Anfang war alles scheiße, doch dann hast du dich in Zeug gelegt, hast du erstmal die Materie durchsucht und jetzt kommen Lieder raus, die ich mir 3-4 Mal hintereinander anhören möchte. Also das höre ich gerne. Also wenn ich einmal vor allem wirklich... Ich möchte hintereinander spielen sehen, glaube ich. Wenn ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da im Auto gerade mal Danke drinne habe, dann läuft das auch wirklich 2-3 Mal hintereinander. Da führt bei mir irgendwie kein Weg dran vorbei. Ich kriege auch irgendwie nicht genug von dem Lied. Natürlich auch immer dann, wenn es halt erst kommt. Wenn ich natürlich pausenlos, dann wird es natürlich irgendwann scheiße. Und das möchte ich mir halt nicht verderben, das Lied. Daher immer, wenn es so im Auto gerade so läuft bei mir, dann haue ich das auf jeden Fall mal raus. Was sind denn so No-Gos in Videospielen für dich? Auf was bezogen jetzt so allgemein? Ja, allgemein, scheiß Steuerung oder halt scheiß Grafik oder sowas. Halt sowas, halt allgemeines halt. Auf jeden Fall, wenn die Frauen zu doll angezogen sind, da bin ich schon mehr so auf dieser Lara Croft-Schiene. Okay, also das heißt, du spielst ja auch Beachvolleyball halt hier, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Dead or Alive, jetzt hab ich's. Da sind ja nur halbnackte Frauen unterwegs mit sehr schönen... Beibewegungen, ja, sag ich jetzt mal. Dieses Move-Zeug. Oder Guitar Hero oder so eine Scheiße. Sowas weiß ich nicht. Sowas finde ich dumm. Ja. Wenn man da Knöpfe drückt, dann denken die sind voll die Helden, wenn die da hier mit ihren fünffarbigen Knöpfen ihr Lied dazu Alter. Okay. Super, das wird einige Dislikes bekommen, das Video. Vielen Dank. Kein Problem. An alle Guitar Nein, Hero Spaß, Lovers. Ich hasse das Spiel. Jetzt provozierst auch noch, ey. Hast recht. Nein, Spaß. Na, es ist ja.
Jeder hat seine Meinung halt, ne? Und den muss man einfach akzeptieren. Findet euch damit ab, ihr Idioten. Gut, schön, also ich mag auch kein Guitar Hero, ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon. Auch so Singstars habe ich keins. Wenn ich mal bei Freunden bin und sowas, ja, dann spiele ich das mal ganz gerne. Aber so selber habe ich jetzt kein. Ich habe Death Jam Rapster habe ich hier, ja. Aber das Spiel Singstars ist so aber ein lustiges Spiel, ey. Jedes Jahr zu ja, Silvester mache ich hier so Party mit meinen Eltern hier. Singstar, so 80er, 90er und so ein Geschnodder. Ja, wir auch. Das Geile ist, ich habe ja eigentlich gar keine, also ich kann nicht singen im Endeffekt, es geht einfach nicht. Aber wenn ich Singstar spiele, haue ich Punkte raus, die gibt's gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen, ich komme mal vorbei und dann rappe ich euch mal was vor hier, genau, könnt ihr euch warm anziehen. Nehmen wir das mal auf Studio. Ich habe ja ein Lied, was ich unbedingt mal aufnehmen wollte. Das Problem ist, ich habe halt nicht das Equipment dafür. Weil ich ja noch ein Abo-Special damit machen will, was ich schon seit Ewigkeiten verspreche. Ich wollte es als 50-Abo-Special machen, ich wollte es als 100-Abo-Special machen. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt mache ich es als 200-Abo-Special. Das heißt, wenn ich irgendwann mal zu euch kommen sollte, dann werde ich das bei euch aufnehmen. Es wird schön peinlich, aber ist mir auch egal. Wir hatten schon genug. Na, ich will jetzt nicht zu viel sagen, was man schon im Studio hatte, aber da waren schon einige Marken dabei. Das sind Geschichten, die man nur in Real Life erlebt. Apropos Geschichten, die man nur in Real Life erlebt. Würdest du, also jetzt die letzte Frage, die ich jetzt dir stellen will, weil dann haben wir auch gleich 30 Minuten voll gequatscht. Würdest du alles, was du gemacht hast, nochmal genauso tun oder würdest du sagen, ja, da diese Scheiße würde ich nicht nochmal anstellen? Also ich würde alles komplett genauso machen. Wirklich. Alles genau, also nicht die Brille bei Viermann kaufen, sondern direkt halt. Nee, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß, es gibt immer also wirklich, so. Wirklich. Ja, ich würde meine Schule besser machen oder so ein Scheiß. Aber das ist Quatsch. Ich würde alles genauso machen. Meine Schule. Ja, weil das hat ja auch deinen Charakter geformt, ne? Genau diese Entscheidung, die du getätigt hast, haben mir ja diesen richtig. Charakter jetzt hervorgebracht. Genau deswegen sitze ich jetzt hier und nicht, weil ich das andere anders hätte machen sollen. Und deswegen, ich würde alles das komplett genauso machen. Und ich bin glücklich, so wie es ist. Das hört sich. So muss das sein. So muss das sein. Ich freue mich, Sinel von E-Slice Records. Ich sag's nochmal ganz laut, die Namen heraus. Ich hoffe natürlich, dass du mit Rosen empfangen wirst, wenn sobald du wieder in Deutschland aufgeschlagen bist. Dass man dich sofort wieder im Studio wenn die mich reinlassen. Ey, da komm ich aber persönlich vorbei, das kannst du aber glauben. wie ich das schon einmal erwähnt habe, ich weiß nicht, ob ich habe es irgendwo mal erwähnt, ich glaube unter einem deiner Videos, dass deine Stimme da echt fehlt. Jede von denen hat also eine eigene Stimme halt, ne? Aber deine Stimme, wenn ich das mal so sagen darf, das ist dieser Badass Motherfucker. Es ist einfach von dem sofort sagt, okay, wenn der jetzt sauber wird, der haut mir in die Fresse. Und das finde ich einfach so, das finde ich einfach cool. Vor allem, wenn man das mit so einer Stimme noch solche Lieder hört. Ich schwärme wieder viel zu viel. Ich kleiner stört Fanboy. Das nicht, mich stört das nicht. Ich höre dir gerne. Ja. Ist klar, man möchte da sowas natürlich auch hören und ich hau sowas immer ganz gerne raus. Aber ich bedanke mich jetzt wirklich für diese schnelle Aktion, die du jetzt hier geplant hast. Du hast mich ja voll damit überrumpelt gerade. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, auf jeden Fall auch. Ich fand's cool. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir hören uns irgendwann, wenn vielleicht, da aus deiner Aussage, weil du ja vielleicht Lieder gemacht hast, dass wir vielleicht nochmal irgendwas davon hören und uns hier hoffentlich nochmal zusammensetzen können. Vielleicht mal mit den ganzen E-Slice Records, aktuellen E-Slice Records Leuten mal auf einmal oder so, das würde mich auch freuen, weil ich hatte ja den Chico Allen an der Strippe, meinen Namensvettern halt, und ja. Gut, ich glaube, wir haben viel zu viele Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall mal bei Sinel persönlich an der YouTube- und Facebook-Seite vorbei. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und auf jeden Fall nochmal bei E-Stays Records, die auch mein Intro-Lied, was ihr am Anfang des Videos dieses Mal hören könnt, gemacht haben. Die machen auch gerne was für euch, wenn ihr mir eine Anfrage sendet. Ansonsten hoffe ich doch, sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss!